Lisa und ich haben das Buch angefangen zu schreiben. Da waren wir entweder 14 oder 15. Wir haben dann beschlossen, dass jeder quasi eine Woche lang das Buch behält und uns vorstellen wollten, wie wir als erwachsene Menschen sind. So haben wir einfach mal herumgesponnen, haben dann halt gesagt, was wäre denn eigentlich, wenn wir beide einfach mal uns selbstständig machen, wenn wir eigentlich mal so wären, wie wir sind. Irgendwann kam der Zeitpunkt, der Alltag hat mich halt eingeholt. Und es kam der Punkt, dass ich gemerkt habe, hey, irgendwas läuft hier nicht richtig. Dann hatten wir halt mal mit meinem Mann eine Reise geplant. Und dann war es tatsächlich so, dass wir inmitten der Wüste einfach einen Baum entdeckt haben. Und dann hat mein Mann einen Satz rausgehauen, und zwar, schau mal, dieser Baum blüht einfach inmitten der Wüste, weil er es will. Gibt es da noch das Unmögliche? Warum traust du dich nicht? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ja, warum blühe ich eigentlich nicht? Wenn ein Baum es schafft, inmitten der Wüste zu blühen, gibt es da eigentlich noch das Unmögliche? Vor was muss ich denn eigentlich Angst haben im Leben, außer vor mir selbst? Ich bin zurück nach Deutschland gegangen, habe tatsächlich gekündigt, alles über Bord geworfen und habe angefangen, mein Leben neu zu strukturieren und tatsächlich mit meiner besten Freundin unser gemeinsames Ziel, was wir uns damals mit 14 und mit 15 gesetzt haben, peu à peu umzusetzen. Und die Emotion, die ich dabei empfunden habe, das kann ich nicht beschreiben. Also es wäre wirklich so, als hätte jemand eine Tonne Last nicht von meinen Schultern, sondern von meinem Herzen genommen. Es hat sich einfach gut und richtig eingefühlt und fortan, ja, scheint halt in meinem Reich die Sonne.